du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske? Dein Atem riecht nach Blut. Und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Fallout 4, dem Überlebensmodus für die PS5. Solche Waffen kenne ich nur aus meinen Videospielen. Das ist Call of Duty-Scheiß. Ja, was ich jetzt machen werde, ist diesen Flughafen erstmal zu meinem neuen Hauptquartier machen. Und ich habe ja im letzten Part hier diese X1 Power-Rüstung hier gefunden. Und das sieht einfach nur mega geil aus, das Ding. Und vor allem der Torso ist ja schon richtig geil abgequält. Das ist Nummer 4. Das ist richtig geil. Ich brauche jetzt nur noch einen Helm. Ich habe von der Sturmruhe geschafft, von so toten Soldaten habe ich was aufgehoben. Nämlich den Helm, den werde ich ja dann natürlich draufsetzen. Erstmal, damit ich überhaupt ein bisschen damit geschützt bin. Auf jeden Fall werde ich erstmal damit rumlaufen. Die ist ja richtig geil. Und ich werde mich erstmal häuslich einrichten. Das ist richtig und wichtig. Ich muss erstmal ein bisschen Platz sorgen. Ja, und dann richte ich mich ordentlich ein. Ich werde auf jeden Fall dann hier oben das ein bisschen ausbauen. Ich weiß, es wird ein bisschen Friemelarbeit, aber da habe ich mega Bock drauf. Nicht da. Nee, hier. Die Ohrpaletten weg. Ich muss hier ein bisschen Platz schaffen. Ich brauche mal ein bisschen Platz. Ich weiß, später brauche ich, muss ich eh hier für Platz sorgen, wegen dem Teleporter und so. Das sind ganz viele. Weg damit, Aschebecher. Ja, das kann eigentlich alles weg hier, alles weg hier. Den roten Teppich lasse ich da. Der rote Teppich gefällt mir. Ja, hier Gummi, ja. Gummi. Ah, die trennen sich mal stehen, die kann ich auch nicht wieder bauen. Das sieht da einfach nur für Deko. Aschebecher. Mülleimer. Hier, was ist denn damit? Hier, es gibt bestimmt ordentlich Holz hier. Gut, das ist terminell. Ich und mein Holz. Okay, der Song beginnt und er bekommt ein Thema. Ich und mein Holz. Und das Thema, es heißt... Holz kann ich das nicht wegmachen, die. Ein Nuka-Cola-Automat. Die Fässer können weg, das Auto kann weg. Da frage ich mich auch, wer hat hier so blöd geparkt? Also mit dem Auto. Das ist doch echt Verkehrsrau, die Reifen. Ja, hier haben halt viele Leute geraucht. Das war also so ein Wartebereich beim Flughafen gewesen. Bup. Nee, ich wollte das Ding eigentlich weghauen hier. Gute Ressourcen. Aha, Trümmer, die können wir beseitigen können. Aha. Gib Gummi. Das kann man wegknallen. Den Teppich lasse ich ja natürlich. Schade, dass ich diese Barrikade nicht weghauen kann. Oh, wie viel Platz auf einmal frei geworden ist und wie viel Ressourcen wir auf einmal bekommen haben. Sehr schön. Weg da. Zack, im Frack. Wir werden sie ordentlich schön hier häuslich einrichten. Ach, das wird schön. Bup. Nein. Bup. Das Terminal kann eigentlich weg und die Ticker eigentlich auch. Ticker kam weg, das kann auch weg. Hier, zack. Das Holzkissen, die brauche ich ja nicht unbedingt. Weg damit. Ticker. Ich habe jetzt nur das Bett gebaut, um hier speichern zu können und so. Perfekt, wir haben hier für ein bisschen Freiraum gesorgt. Mein persönlicher Freiraum. See Rick Morty. So. Beton. Wir haben ja auch ein paar Treppen. Ich muss ja auch ein bisschen hier hochkommen. Ein bisschen zu kurz. Holz. Das reicht nicht wirklich aus. Aber ich könnte theoretisch hier daneben noch so ein Ding hinmachen. Das wäre ein bisschen zu viel. Ah, das ist ja kurios, aber ich kann ja nicht daneben bauen. Komisch, aber so ein Ding kann ich ja hinmachen. Finde den Fehler. Okay. Treppe, ich würde schon gerne hier so eine... Ich kann ja theoretisch so zwei Dinger hier... Ja, doch. Ist legitim, muss ich halt nur einen großen Schritt machen, ja. Okay. Das muss ich auf die Treppe. Ja doch, im Prinzip, selbst ohne Springen komme ich da auch hin. Das geht, dann kann die Treppe ja ruhig hier stehen bleiben. Sieht so ein bisschen merkwürdig aus, aber egal. Böden.
Ja, wir müssen vorsichtig sein. Wie vorsichtig ich bin. Haha. Boah, irgendwie ist es nicht wirklich mittig, oder? Bin ich derjenige, der einfach nur schief schaut? Weil jetzt mal ernst, ich würde mich ja schon am Teppich orientieren wollen. Der Teppich ist gerade. Das bedeutet, ich habe da halt nur ein bisschen schief gebaut, okay? Ich orientiere mich an den Teppich. Der Teppich ist so der Bereich, woran ich mich orientieren werde. Da. Ah. Na? Na? Komm schon. Immer noch ein bisschen schief. Ich bräuchte eine Wasserwaage. Eine Wasserwaage wäre eine feine Sache. Ein bisschen. Eins bisschen hier gleich viel besser. Vielleicht noch ein bisschen weiter rüber. Sieht gut aus, doch, doch. Aha. Doch nicht so wirklich. Okay, noch ein bisschen weiter nach rechts. Ein bisschen nach rechts ausscheren, nur ein bisschen. Nee, falsche Richtung. Hier. Jetzt haben wir es doch. Ja, perfekto. Okay, sieht gut aus. Nehmen wir. Das machen wir so hier. Zack, zack. Im Frack machen wir das hier. Da müssen wir noch eins hin machen. Okay. Aber ich muss vorsichtig sein, ich kann ja nicht so viel hinbauen. Reicht. Okay, hier oben bauen wir jetzt einen Bus hin. Komm, Freddy, Bus bauen. Wir bauen jetzt hier oben einen Bus hin, wo wir uns dann so einquartieren werden. Komm, Freddy, Bus bauen. Sonstiges, ich glaube hier, yep. Frage ist natürlich, welchen Bus wir uns hinbauen wollen. Wenn sie ruhig so einen gelben mal hinbauen. Oder den in den Mittenstreifen. Aha, jetzt geht's. Hier ein bisschen ausrichten. Ein bisschen vorsichtig sein, wirklich so. Willst du mehr da stehen? Okay, weiter hinter, weiter hinter. Geil, okay. Genau, den richten wir uns ordentlich ein. Hier kommt noch ein Zaun hin und so ein Gedönse. Da kommen hier noch die ganzen Werkbänke hin. Das wird geil. Okay. Ich habe unten ja noch ein Bett stehen. Das können wir schon mal oben machen. Und hier Koffer mit den ganzen Gedönse. Das kommt auch mit nach oben. So dass hier nicht unbedingt dann jeder hier durchlatscht und sich bedienen kann. Das muss ja nicht sein. Das geht doch nicht. So, können wir ja hier. Pam! So, Klamottenkoffer, da habe ich auch schon ein paar Klamotten drin. Schön nach oben, den Ding. Schön nach oben. So. Und das Thema, es heißt Holz. Ja, zack. Koffer. Kann ich beiden gleich auf einmal nehmen? Ja, kann ich sogar. Cool. Kommt mit, ihr beiden. Kommt mit. Wir gehen eine Runde Gassi. Jetzt rufe ich euch hier nach oben hin. So. Klappt doch. Perfekt. Ich baue hier noch einen schönen kleinen Zaun hin. Dann bin ich eigentlich zufrieden damit. Nee, natürlich wieder noch eine ganze Menge. Da fehlt zum Beispiel noch Strom. Wir müssen noch einen fetten Stromgenerator noch hinbauen und so. Aber am besten so auf der anderen Seite der Map. Ich will es nicht unbedingt hier haben. Muss nicht unbedingt sein. So, Holz, 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 hier Holz. Das war Metal.
Munition, die kann ich... Ja, doch. Da freuen wir uns. Zack, zack, zack. Machen wir es hier oben schön gemütlich. Das sieht, ja, aber warte mal. Warum klappt es dann hier drüben nicht? Hier drüben jetzt doch... Okay, dann muss ich da was anderes hinbauen, damit das nicht so seltsam aussieht. Kein Problem. Holzi, Holzi, Holz. Schön. So, wir bauen uns noch einen fetten Generator irgendwo da hinten hin. Da haben wir genug Ressourcen, weil ich habe hier im letzten Part habe ich ja eine Menge Zeug aus Force Strong mitgenommen und so. Ja, doch, können wir uns bauen. So ein fettes Ding stellen wir uns hier hinten hin. Da, wo es uns nicht stört. Klappt auch. Bauen wir uns hier noch ein paar Laternen hin, damit der noch ein bisschen beleuchtet wird. Dann passt es auch. Hammer, wir haben genug Ressourcen, alles klar. Wir können jetzt dann quasi den roten Teppich dann so hier entlang machen. Wir können ja vielleicht ein paar Versetzten packen, hier. So. So. Ich habe nicht so viel Platz, deswegen muss ich gucken, wie ich damit einen Platz dann haushalte. Da kommt bei der Treppe. Ich glaube, da mache ich dann so zwei nebeneinander hin. Hier. Das ist so wirklich die Siedlung, wo du halt mit am wenigsten mitbauen kannst. Deswegen muss ich halt ein bisschen Platz sparen doch arbeiten. Und Gott sprach, es werde Licht. Schaknur sagte, sag bitte. So, Powerrüstung, genau. Die kann ich hier unten eigentlich einlagern. Ich habe hier unten die Möglichkeit. Also ich kann die auch mit hochnehmen, so weißt du nicht, aber da müsste ich mal hier oben gucken, weil ich würde gerne hier oben dann so ein paar Herstellungsdinger bauen. Herstellung, Herstellung. Oh, warte mal, hier Herstellung. Hier Powerrüstung zum Reparieren. Klappt doch. Yes, baby. Powerrüstungsstation auslagen. Gib mal her. Da können wir hier ein paar Rüstungen von uns hier oben auch hier in so einen Kasten reinpacken. Vielleicht wieder unten, aber unten. Dann kann ich hier oben mich dann. Oh, später. Wir können jetzt mal bei Herstellung können wir erstmal achten. Wir können jetzt mal hier Herstellung machen. So, zack. Wir haben so ein Ding. Wir haben hier noch. Möglichkeit für Rüstungen, das war mal hier hin. Warte hier. Okay. Okay, das haben wir auch hier. Warum kann ich das nicht weiter zur Wand machen? Doch, jetzt. Da allerdings nicht. Nur hier. Okay, gut. Schön nah ran. Ich muss wirklich wegen Platz gucken. Herstellung. Waffen. Wo bauen wir das Waffending hin? Auf die andere Seite vielleicht? Na, nicht unbedingt. Hier, das sieht doch ganz gut aus. Da freuen wir uns wieder. Ja, auf jeden Fall so ein Ding. So ein Ding würde ich mir auf jeden Fall auch hinstellen wollen. Hier. Hier und da drüben hier so eine schöne Sitzmöglichkeit, wo ich dann die Aussicht genießen kann. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Laborstation, ja, bitte. Schöner Rand, die gehen direkt auf Kuschelkurs, genau. Irgendwas, ja, du stehst ein bisschen schief, Waffenwerkbank. Du stehst wirklich ein bisschen schief. Wer schief steht, wer schief angeschaut. Stimmt, Schiefinspektor. Gleich viel besser, yep. Schön dicht aneinander, so dass keiner irgendwie... Genau, du kommst dorthin. Da können wir uns auch gleich hier die Küche noch mit hinbauen. Küche, 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 hier.
Genau, hier. Zack, Kühlschrank haben wir auch hingebaut. Sehr gut. Ja, so eine kleine Sitzmöglichkeit für was Feines. Da können wir die Pausungsgestelle können wir dann hier hinbauen. So, dann packen wir das hier hin. Da irgendwas zum gemütlich hinsetzen. Ja doch, das passt doch eigentlich. Bau etwas, das Energie benötigt. Habe ich doch mit den Laternen. Die Laternen brauchen doch Energie. Etwa nicht. So, aber ich brauche auf jeden Fall noch für den Wohnwagen noch Energie. Beziehungsweise für den Bus. Komm, Freddy, Bus bauen. Hast du gesehen, wie es funktioniert? So, zack. Bus bauen. Bus bauen. Guck mal. Schön mit Strom versorgen. So, zack. Zack, und da hinten auf jeden Fall noch was. Wir wollen, dass hier alles schön mit Strom versorgt wird. Das bringt uns alles gemeinsam. Und ja, ihr seht richtig, ich habe schon fast die Hälfte erreicht mit dem Ausbauen. Weil es wirklich so die Siedlung ist, wo er wirklich so am wenigsten Platz ist. Wo ich am wenigsten bauen kann. Deswegen muss ich halt genau darauf aufpassen, was ich da jetzt hinbaue. Aber reicht das? Das würde mich jetzt so brennend interessieren. Ah, Dreck. Aber wir können es ein bisschen anders machen. Wir können ja hier noch eine Laterne hinbauen. Laterne! Ein bisschen random, aber egal. Zack, das ist mit verbunden. Dann bauen wir da oben jetzt noch so einen Stecker hin. Sehr schön, weil da kann ich hier oben noch ein bisschen was mit Strom versorgen. Dann passt das auch so. Yippie. Ja, das ist wichtig, weil ich will hier oben auch noch so ein paar Ausstellungsdinge für meine Power-Stücke noch hinbauen. Genau. Auslagen, Auslagen. Hier, Auslagen. Power-Rüstung. Ja, eine schöne helle. Da drüben, da drüben, da drüben. Ja, nee, doch, da. Haha. Genau, die Stecker können wir ja eigentlich hier am Zaun lang führen lassen. Hoppla. Energie! Stecker. Genau, Stecker hier, Stecker da. Nicht ganz. Es bringt uns alle gemeinsam. Ha! Na, okay, das nervt ein bisschen. Na, okay, jetzt da oben hin. Irgendwas stört hier gerade. Jetzt haben wir es miteinander verbunden. Sehr gut. So, ich kann schon mal die erste Power-Stone hier schaffen. Du musst repariert werden. Stimmt, Waschbecken wäre eine gute Idee. Dann kann ich immer wieder draus trinken und kostenlos Wasser abkassieren. Sehr gute Idee. Vielleicht muss ich hier trotzdem eine Wand ziehen, weil ich fühle mich hier gerade ein bisschen ungeschützt. Egal, erstmal die Power-Stone reparieren. Strömender Regen, alles entspannt. Genau, hier packen wir noch ein Waschbecken hin. Und wir müssen ja noch ein bisschen für Strom, also für Elektrizität sorgen. Hier erstmal hier Arm wieder reparieren. Wo ist der Arm hin? Den Arm hatte ich doch hier irgendwo dabei gehabt. Waschbecken, weil ich schon mal hier bin, gleich mal Waschbecken bauen, bevor ich es vergesse. Waschbecken. Fremd und geheimnisvoll. Türme aus rotem Gold. Kalt wie das Eis. Wo haben wir es denn? Waschbecken. Flagge der Sternbruderschaft. Ja, warum nicht?
Bisschen Patriotismus. Wo können wir uns ja eigentlich hinstellen hier? Patriotismus, claro. So, waren wir stehen geblieben. Genau, eigentlich Waschbecken wollten wir uns hinbauen. Handschmuck, sonstiges. Ich glaube, hier war es, oder? Oder auch nicht, hä? Flaggin. Vault, warte mal, Vault ist ein gutes Stichwort, aber ich glaube, da konnte man nur diese Dinger hier bauen. Ja, ja, doch. Hier auch Waschbecken? Nee, da war es nicht gewesen. Möbel, vielleicht bei Möbel. Möbel? Ja, doch, bei Möbel bin ich mir absolut sicher. Doch. Ja, sieht gut aus, hier haben wir es. Genau, dieses Waschbecken, das bauen wir uns mal genau hier hin. Kann ich kostenlos Wasser trinken. Verdursten werde ich schon mal nicht. Jetzt noch was essen. Eichhörnchen am Stiel, Fleisch und Bohnen. Lecker. Trotzdem noch ein bisschen dunkel hier. Warte mal. Ich habe doch hier... Ich werde hier mal kurz reingreifen. Vielleicht habe ich hier irgendwo... nicht das, was ich suche. Hier ist nicht das... Wo ist der Armin? Habe ich den überhaupt noch da? Wo habe ich den Arm reingepackt? Das ist jetzt eine gute Frage. Nee. Kleidung, okay, vielleicht habe ich ihn da irgendwo reingetan. Wir suchen nach einem kaputten. Hier, rechter Arm, hier. Der ist aber auch bei 0. Hier. Reparieren, reparieren. Zack, gleich mal wieder ausrüsten. Reparieren, reparieren. Ressourcen haben wir ja genug. Sieht's gut aus, komm. Packen wir uns mal gleich in die Vitrine rein. Du bist die erste Rüstung, die ich jetzt hier in die Vitrine reinpacken werde für meine Sammlung. Denn ich bin Tony Stark. Tony Stark und seine Power-Rüstung-Sammlung. Yeah, baby. Und aussteigen. Ha, sehr schön. Ja, jetzt muss ich trotzdem ein bisschen hier für Licht sorgen. Gott sprach für der Licht. Chuck Norris sagt, sag bitte. Einfach Glühbirnen, wenn wir uns nicht einfach hinhängen, also soll schon ein bisschen stylisch aussehen. Stylisch. Kosaken, heb die Gläser. Natascha, ha, du bist schön. Dann wohl, Bruder, hey, Bruder, oh. Hey. Wodka, na, Wodka ist zum Trinken da. Komm schon mal an. One man became demons. Sieht gut aus, da drüben. Die packen wir auch da drüben hin, hier. Bisschen symmetrisch, wenn er sich nicht verkehrt. Irgendwas stört. Egal, so da drinnen brennt jedenfalls Licht. Hier draußen brauchen wir auch noch ein bisschen Licht hin. Da können wir oben noch ein paar Laternen hinbauen. Hier. Freuen wir uns. Yes, baby. Kann ich da oben nicht noch was hinmachen? Ja, kann ich sogar. Schön. Ja, der Zaun ist ja auch noch hier. Und falls ihr fragt, yep. Das Gebiet hier ist so gut wie ausgebaut, weil es ist wirklich so das, wo man hier am wenigsten bauen kann. Aber hey. So, das sieht dann schön aus. Eine Laterne wäre vielleicht nicht verkehrt. Wir können es noch hier noch ein paar separate Beleuchtungen noch hinstellen. Ist eigentlich eine gute Idee, mach so. Auf dein Wohl, Bruder. Hey, Bruder, ho. Hey.
machen wir das hier weg. Patriotismus, gut und schön, aber warte mal, ich kann auch hier kann ich noch was machen, hier. Irgendwas stört mich. Nee, dann packen wir das hier drüben hin. Ich habe kein Problem mit Fahne zu zeigen. Hier, Patriotismus, gut und schön. Wie weit kann ich? Okay, da ist dann schon Grenze. Ja, da hinten laufen dann hier die von der Sturmbruderschaft mit der Minigun rum. Also, ey, alles gut. Ich brauche mir da keine Sorgen machen, dass da irgendwelche Lümmel da hinkommen. Alles entspannt hier. Zack. Vielleicht packe ich die Fahne ein bisschen weiter da drüben hin. Hier. Meins. Und. Der sieht doch gleich besser aus. Gleich viel einladender hier. Sehr schön. Gut. Ja, bauen wir uns dann noch so eine kleine Sitzecke hin. Hier, Möbel. Ich habe hier Tische, Stühle. Ich habe alles Mögliche hier. Tische. Na, vom Board hätte ich gern so. Fällt mir ein, ich könnte ja eigentlich im Wohnwagen noch was hinstellen. Ich hatte mal solche richtig engen Dinger gehabt. Vielleicht sind das keine richtigen Stühle, warte mal. So ein paar enge Dinger hatte ich immer gehabt. Muss kurz mal gucken. Da, die Dinger. Aber die Dinger passen eigentlich perfekt hier rein. Guck mal, wenn ich jetzt die hier hinstelle, das ist eigentlich perfekt. Dim, 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 dim. Gleich viel geiler aus hier. Wo es drüben natürlich auch stylisch wäre. Ich kann ja hier sowohl jetzt auch hinbauen, also. Ah, kann ich sogar hin. Ah, hinten weg kann ich noch so bauen. Yeah, sehr schön. Hey, da baue ich noch eine andere Vitrine hin. Schön, schön, schön. Ja, doch, das kann ich mir gut vorstellen. Geil. Aber dann baue ich mir auf jeden Fall noch eine Wand nochmal hin, weil das sieht mir irgendwie zu ungedeckt aus. Das muss nicht unbedingt sein. Hier. Etwas bauen. Ja, das hier benötigt wohl keine Energie oder was? Nein, das zählt nicht. Nein. Wände. So. Sieht doch gut aus, guck mal. Ja. Ha! Ausgerechnet auf den letzten paar Metern, da will's nicht. Ich glaube, ich habe noch eine dünnere hier, die kann ich noch mit hinbauen, oder? Nein, kann ich nicht. Muss ich auch wirklich jetzt Millimeterarbeit machen? Nee, falsche Richtung, hier. Und bitte. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ah, vielleicht bist du vieles Guten. Jetzt geht das mir ein bisschen zu sehr hier rein. Das könnte was werden. Do you remember me? Na, 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 na. I am all than me. Zack. Dein. You take myself control. You take myself control. Ah, das will ich. Jetzt will's. Perfekt. Komm her, du Wand. Komm her. Auch noch hin. Drück
Okay, darum, dass es funktioniert. Yep. Passt. Nehmen wir. Wir sind ja auch ein bisschen geschützt. Wunderbar. Ja, so viel bauen können wir jetzt leider auch nicht mehr. Schade. Ich habe noch größere Versionen. Sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, Möglichkeit. Behälter haben wir hier auch noch. Vielleicht noch irgendwas an die Wand hängen. Wir gucken mal. Dekoration! Auslagen. Yeah, wir können es ja eigentlich hier... Die Klamotten, die ich gerade trage, die brauche ich eigentlich eh nicht. Und jetzt rein. Ich würde dann eh mit der Uniform von der Sternbruderschaft durch die Gegend laufen wollen. Hier, rotes Halstuch, Polizistensonnenbrille, Milizhut, Kelloggs Uniform, Tschüssi, Kellogg. Geil. Dennis aus SpongeBob. Warte, wir sind ja völlig nackt. Warte mal. Barett, Sonnenbrille. Viel besser. Dennis! Das ist Dennis aus SpongeBob. Guckt mal genau hin. So, Dennis haben wir auch dabei. Sehr gut. Alle sind sie dabei. Alle sind sie dabei. Was haben wir noch zur Auswahl? Wir können ja noch... Ich wollte ja zwei hinstellen, nicht wahr? Ist das ein Touch too much, oder? Nee, dann ist die Bank hier vielleicht ein Touch too much. Eigentlich kann man die beiden nebeneinander wunderbar hinpacken. Ich weiß nicht, woran das liegt. Tut mir leid. Return to sender. Return to sender. I've got a letter from a postman. Da, jetzt. Diesen Abstand dazwischen, aber es funktioniert. And on the next morning. Na, 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 na. Hier. Ja, aber da drinnen können wir uns das bestimmt irgendwo hinstellen. Irgendwo, wo es dann schön aussieht. Scheint, wir auf dem Tisch nichts hinstellen können. Hm. Gut, wir können es hier noch irgendwo noch ein Sofa noch mit hinstellen. Dekoration, was haben wir noch zur Auswahl? Bodenbelege, nicht unbedingt. Haben wir irgendwas erlegte Kreaturen? Brahmin, mit Schädel, ja klar, können wir uns eigentlich noch mit hinhängen. Du. Naja, es ist Mutantenhöter, Köter. Mailokjäger, yep. Ein Ghoulkopf, da haben wir uns noch nirgendwo hingehangen. Aber Brahmin ist irgendwie gemütlicher. Hier, der bewacht meinen Schlaf, das ist doch gut. Genau, bitte nicht rauchen hier in dem Bereich. Genau, das packen wir hier. Das können wir nicht direkt mal im Zaun hier hinmachen, schade. Auf jeden Fall hätte ich hier gerne ein Nichtraucherschild stehen. Ah, okay. Passt. Ja, bitte. Ganz wichtig. Nee, nicht unbedingt. Okay, wir können mal gucken, was wir uns noch alles hinstellen können. Sonstiges, warte mal, sonstiges. Bojen, wir können mal hier noch in den Bereich gucken. Dekoration, Bunde, warte mal. Statuen, sonstiges, hier, mal gucken, was wir uns hinstellen können. Oh ja, ja, doch, hier ist so ein brennendes Fass so. Hat schon was Gemütliches an sich. Kerzen, aber die Kerzen, schade, dass ich die nicht auf den Tisch mit hin drauf packen kann. Ach, Mann. Ey, das wäre voll schön, wenn ich die Kerzen noch hier irgendwo hinpacken könnte. Nee. Aber die Fleischdinge müssen nicht unbedingt sein. Ja. Super Fässer mit Kisten noch.
Railroad? Nö. Lautsprecher muss ja nicht unbedingt sein. Grill, aber der brennt nicht, ne, oder? Ne, das ist nur auf dieser Asche drinne. Aber brennt tut er nicht. Schade. Ja, genau, die Dinger müssen auf jeden Fall noch irgendwo hin. Nehmen zwar Platz weg und bringen aktiv nichts, aber egal. Einfach zum Dekorieren. Könnte es auch ebenso gut sein, dass, weil ich wirklich sehr wenig hinbauen kann. Nuka-Cola-Automat von hier unten, den können wir uns ja noch hier oben mit hinpacken. Das Ding steht ein bisschen im Weg, ja, ist klar. Gepennt während meines Unterrichts am helllichten Tag. Besser? Ich hätte es eben so gut hier hängen lassen können. Vielleicht da drüben, hier. Vielleicht ist das drüben noch vielleicht hier mit hinpacke. Warte mal, gucken mal. Nee. Aber hier, guck mal, hier. Sieht gut aus und er stört nicht. Das ist gut. Okay, dann bleibt jetzt hier stehen. Aber ja, schade, das hier einfach so hier zu vergeuden. Muss ja nicht unbedingt sein. Aber wir sind gleich durstig. Moment. Schön. Wir können hier unsere Pause nur noch ein bisschen aufmöbeln. Das ist ja die X, blablabla, schlag mich tot Rüstung. Da können wir ja noch ein bisschen rumdoktoren. Doktor wir ein bisschen rum. Ja, Baby. Licht an. Jetzt wieder das Ding ein bisschen auf. Hier haben wir ja die Pausenstation. Wir haben noch ein paar Ressourcen übrig. So, schrauben wir dran rum. Ja, Max 2, dafür brauche ich jetzt dann Wissenschaft und Trismaster. Gut, erstmal hier. Genau, wir können trotzdem auch ein paar schöne Lackierungen machen. Yeah. Genau, linkes Bein. Zack. Das hier. Bam. Der Torso ist bereits richtig gut. Ja, das ist eh so ein Mark II-Helm. Deswegen, wir müssten vielleicht mal die Lackierung ändern. Damit wir ja auch einen Boni kriegen. Wir bekommen ja einen Boni, wenn alle Teile die gleiche Rüstung tragen. Wir bekommen ja einen Boni, wenn alle Rüstungsteile die gleiche Lackierung haben. Stärke nicht unbedingt. Hinterhandstrich, Energieresistenz. Aber wäre schon irgendwie cool, so eine schneeweiße Rüstung zu haben. Atom Cats. Warte mal, kann ich hier das auch auf Atom Cats machen, das hier? Warte. Nein, wir. Aber dafür haben wir hier so einen fetten Haifisch drauf. Nehmen wir. Der ist einfach nur blau. Ne, wisst ihr was? Wir nehmen hier Hot Rod. Hot Rod für alles. Hot Rod. Hot Rod. Hot Rod. Hot Rod, bitte. Und das machen wir auf. Hot Rod. Sehr gut. Sag ich mal, kann die sich sehen lassen oder kann die sich sehen lassen? Kann sich doch sehen lassen. Guck mal, wie geil das hier aussieht. Das sieht doch geil aus. Geil, geil, geil. Jo, können wir uns ein bisschen was hier zubereiten? Meierlurk, natürlich. Meierlurk immer lecker. Ein paar Köter in die Pfanne hauen, genau. Mutantengeule, immer her damit. Todeskrallenfleisch. Stimmt, das hat der Behemoth getroppt. Ich war gerade überlegen. Und auf jeden Fall legendäre Waffen, die stelle ich auch noch raus. Ich habe hier ein paar legendäre Waffen ergattern können. Waffen, hier Raketenwerfer und das Ding hier. Jetzt könnte ich eigentlich mit dem Zeug modifizieren, was ich von den anderen Dingern habe. Kleidung. Hier. Aber ins Angemachte. Hier.
Fügt einen Brandschaden hinzu. Überlegen, im Magazin, also Reichweite, verbesserter Schaden. Überlegener Schaden, kritische Treffer, überlegen. Hier erhöht Brandschaden. Brand ist gut. Das ist Automatik. Ja, kann von mir aus auf Automatik bleiben. Standard. Nee, bei uns ist so ein Ding. Was haben wir noch? Okay, das ist schon ziemlich gut. Geo-Ausgleich, Feinabschirmung, Bündler. Ja, doch. Enklave. Wie nenne ich dich? Wir können das Ding noch umbenennen. Irgendeinen Namen braucht das Ding ja noch. Proto! Keine Ahnung, egal. Also können wir kurz mal gucken, wie wir mit den Dingen hier rumballern. Hier, Proto, mal gucken. Da sind wir schnell unterwegs, wenn wir da durchgucken. Ja, wir sind jetzt mega schnell, wenn wir da durchziehen, das ist gut. Hui. Und ich hab das Ding und vor allem ich kann Leute damit in Brand setzen. Okay, gut, wir brauchen jetzt, und das kann ich eigentlich direkt da oder in Trinne hinhängen. Mal gucken. Dekoration, Auslagen, dann kann ich ja hier ein paar meiner Dinger hier ausstellen. Waffenständer. Guck mal hier, kann ich auch hier hinhängen. Sehr gut. Gut, Proto, hängen wir gleich mal hier hin. Proto. Ich glaube, da drinnen geht es eher schlecht als recht, nicht wahr? Obwohl, na. Ist Ansichtssache, ist rein Ansichtssache. Obwohl, hier. Ja, trotzdem hängt es dann hier. Obwohl, ist trotzdem nicht so schief, wie ich dachte. Also, jetzt auch. Wir werden ja noch reichlich Waffen sammeln, deswegen passt doch ganz gut. Okay, gut. Was haben wir hier noch zur Auswahl? Waffen. Ich glaube, ich habe hier im Waffenkopf habe ich noch ein paar Waffen, oder? War das nicht so? Ja, hier habe ich noch ein paar Waffen. Kelloggs Knarre. Yep, werde ich auf jeden Fall ausstellen. Hier habe ich noch ein paar. Ja, 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 das ist viel. Das Ding auf jeden Fall. Kleidün. Kelloggs Knarre auf jeden Fall auch noch. Aber da brauche ich, glaube ich, eine andere, nicht wahr? Hier, Pistole und Handfeuerwaffen, genau, die kann ich da hier ausstellen. Da hat eh Kellogg rumsteht, kann ich die Knarre ja gleich dahin packen. Waffe, Kelloggs Knarre, die kommt da direkt hin. Hier, Kellogg, keine Sorge, wir haben dich hier direkt ausgestellt. Du bleibst für die Nachwelt erhalten. Waffen, ich habe noch ein paar andere Waffen. Das hier, kann man noch dahin hängen. Das war's eigentlich, ne? Ja, die Raketenwaffe noch, also brauche ich ein dickeres Ding. Egal, ich kann hier erstmal hier mein Ding da reinpacken. Mit Waffen. Denk dran, nicht Waffen töten, sondern ich. Stimmt, ein paar Mods habe ich auch noch, die packe ich ja gleich mal rein. Mods. Zack. Ich frage mich immer noch, warum ich so massiv überlastet bin. Also ich könnte ja eigentlich eine meiner heißgeliebten Waffen hier reinpacken, die ich schon echt nicht mehr benutzt habe. Ich glaube, ihr wisst, von welcher ich rede. Behälter. Dann packe ich hier meinen Brenner rein. Safe. Das sind ja wirklich nur meine Special Weapons drin. Hier. Und die super speziellen Waffen mache ich da rein. Brenner. Plus noch die ganze Muni für einen Brenner. Brennstoff hier. Schon sind wir mal wieder ein bisschen leicht unterwegs. Ich werde Brenner ein bisschen vermissen. Genau, Hitman, Jinx. Ja, die reichen mir eigentlich vollkommen aus, ne? Das sind auch richtig geile Waffen, deswegen. Chanka ist eigentlich eine gute Kombination, aber dann kriege ich nicht mal den geilen Bonus durch. Ich bin ein bisschen blöd im Kopf. Jetzt sind wir vielleicht wegmachen, wir gucken mal.
Nee, geht nicht. Ja, wir sind jetzt so gut wie ausgebaut. Mit der Baustelle würde ich dann wieder durch die Gegend heizen wollen. Ah, hier drinnen muss auf jeden Fall noch ein bisschen Liebe rein. Liebe, um darum kann ich mich kümmern. Dekoration. The world of refreshing is a wonderful place. The happy streets of Nukertown put a smile on your face. Warum, das ist eine Kühlbox und ich packe jetzt noch eine Kerze oben drauf. Ist das so eine geile Idee? Nein, das ist natürlich nicht, aber egal. The world of refreshing is a wonderful place. Happy streets of Nukertown put a smile on your face. Da. Da. The world of refreshing is a wonderful place. Millimeterarbeit, jetzt wird Millimeterarbeit verlangt. Sieht doch gut aus. Ja, da drüben auf jeden Fall. Ey, das stört mich gerade massiv. Da muss was hin. Möbel, Betten, was können wir noch mit hinstellen? Sonstiges. So ein Ding vielleicht noch? Einfach nur aus Deko-Gründen? Hey, komm, da muss irgendwas anderes sehen. Irgendwas anderes, eine Glotze vielleicht. Irgendwas muss auf jeden Fall noch dahin. Irgendwie bin ich noch nicht ganz zufrieden damit. Ein Sofa einfach nur einfach hinpacken. An nichts verdenken. Mein Sofa. Dann liegt es einfach noch drauf. Und alles ist mir dann wieder egal. Da schönes Sofa noch auf jeden Fall hin. Sehr gut. Deko, was können wir uns noch hinklatschen? Eine getane Arbeit, eine Frau, die mich anspornt. Eine Frau, die dann sagt, ach Schätzchen, das hast du heute toll gemacht. Wie war dein Arbeitstag? Klappt das so? Habe ich dann genug Platz eigentlich? Ja, gibt es. Eine Frau, die mich halt im Leben motiviert, ist doch toll. Ja, da mal ja eigentlich alles ausgebaut, was zum Ausbauen geht, ne? Sieht gut aus, sieht total entspannt aus. Kellogg haben wir auch verewigt. Kein Sorge, Kellogg. Alles gut. Ich werde ihn irgendwie vermissen. Gut, meine Lieben, also, wir haben uns hier beim Flughafen ordentlich ausgebreitet und da würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ich dann vermutlich mich auf der Suche nach der Railroad begebe und diesen Spinnern beitrete. Was dann würde ich sagen, passt euch auf, mach's gut, meine Freunde, ciao. Ob sein Sarg schon voller Würmer ist?